Moin Moin Leute, was geht und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Clouds. Ja, in der letzten Folge haben wir eine sehr, sehr lange Folge tatsächlich gehabt. 2 Stunden ging die. Es war nicht so geil, was das Rendern anging. Hat wirklich eine ganze Nacht gerendert, einfach mal so. Ja gut, okay, deswegen wollen wir so eine 2-Stunden-Folge auch vermeiden in Zukunft. Ja, ich neige ja gerade dazu, oft sehr viel zu überziehen, einfach weil ich dieses Projekt auch gerne so nach und nach jetzt auch langsam mal zum Ende bringen möchte. Ich meine, ihr sitzt jetzt hier schon ein ganzes Jahr dran, das muss man sich mal vorstellen. Mittlerweile. Und ja, das Projekt kann langsam mal ein Ende finden, sagen wir mal so. Aber das ist okay. Wir machen jetzt was anderes. Ja, pass mal auf. Wir gucken jetzt erstmal, was haben wir denn so alles fertig? Wir haben ja so in den letzten Folgen ordentlich Gas gegeben eigentlich. Was das hier angeht. Wir gucken mal ganz kurz, was wir so für Quests hatten. Jetzt muss ich mal ganz selber hier erstmal einen Überblick finden. Wir haben hier Redstone Alloy, das ist komplett. Wir haben Electrical Steel, das ist komplett. Wir haben hier Pulsating Iron, das ist komplett. Wir haben hier Conductive Iron, das ist komplett. Wir haben hier Dark Steel. Ist auch komplett. Wir haben hier Energetic Alloy, ist auch komplett. Vibrant Alloy ist leider noch nicht ganz komplett. Da fehlt noch ein bisschen was, aber das ist nicht so schlimm. Das kommt bestimmt noch nach. Und wir haben Solarium ist auch leider noch nicht ganz komplett. Mir ist leider hier irgendwie aufgefallen, dass die Farmen hier nicht mehr arbeiten. Weil Hacken fehlen irgendwie. Ich weiß jetzt nicht so wirklich wieso. Aber naja. Müssen wir mal die Ursache finden, warum produziert der keine Hacken mehr? Ich glaube, das hatten wir schon öfters mal. Warum auch immer. Und ich glaube, deswegen ist auch Wipeout noch nicht fertig, weil der hier auch keine Enderperlen mehr macht, der Sack hier. Ist ja schlimm, hier, da. Null Enderperlen sind da drin. Na, sowas aber auch. Hier übrigens, Enderium ist fertig, also hier ist einiges fertig. Also, wir gucken gleich mal ins Questbuch. Viel bleibt da jetzt nicht mehr über. Aber dem müssen wir jetzt erstmal eine Runde auf die Spur gehen. Warum der Sack hier keine Stonehouse mehr produziert. Frag mich nicht wieso. So, das ist der Crafter, dafür fehlt Holz. Warum ist denn hier Insert? Wer hat das gemacht? Nee, aber ich weiß auch, glaube ich, warum. Nee, ich weiß nicht warum. Hä? Ist das gar nicht am System dran? Nee, das ist, glaube ich, von der Seite, oder? Nee, von unten ist das. Ja. Nee, das ist was anderes. Er produziert ja allgemein gerade kein Holz, kann das sein? So ein bisschen? Warum produziert denn der kein Holz? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Er müsste doch eigentlich Holz produzieren. Ja, hier. Und der? Haha, ist stehen geblieben, weil er keine Äxte mehr hat. Was ist denn da passiert, bitte? Okay, den Werdegang kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Was ist denn da passiert, bitte? Weil er keine Äxte mehr hat. Oder Äxte sind auch wieder mit Holz, hä? Eigentlich habe ich mir das als Idioten sicher vorgestellt. Den Werdegang kann ich jetzt gerade nicht so ganz nachvollziehen, aber ist okay. Wir machen einfach mal ganz kurz hier einmal Extract, sodass der jetzt irgendwo Holz herstellt. Genau. Kommt jetzt so nach und nach wieder an. Ich hoffe mal, der macht jetzt hier mal. Ich mache hier mal manuell ein paar Sticks, einfach um das ein bisschen zu beschleunigen. So, zack, und hier mal noch ein paar Äxte. Ja. Okay. Warum immer der die jetzt da nicht reingedingst hat? Ach. Warte mal.
Moment, leckt der Server gerade. Ich weiß auch, woran es liegt. Das wird an meiner Verbindung liegen. Ich habe mal wieder verkackt, das WLAN umzuwechseln. Alles klar, ich mache ganz kurz einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe ganz kurz das WLAN einmal gewechselt. Ich wohne nämlich im Haus über mehrere, über zwei Etagen quasi. Es gab quasi eine Art oben WLAN und eine Art unten WLAN. Ja, und natürlich ist das mit dem unten WLAN, also ich meine, unten nicht so gut mit dem oben WLAN. Und ist das Büro oben lebig, sozusagen. Macht Sinn, denke ich. So, pass mal auf. Wir verarbeiten die jetzt auch noch hier. Kann der in aller Ruhe Haus produzieren? Äxte kann er nicht in aller Ruhe produzieren. So, naja, passt schon. Dann wird er das jetzt nacharbeiten. Machen jetzt hier wieder Insert, dass der da das Holz auch wieder reintut jetzt im Nachgang. Jetzt sollte es eigentlich wieder funktionieren. Eigentlich. Ja, jetzt axtet ihr auch wieder das Holz. Fragt mich nicht, wieso sie damit mal keine Äxte mehr waren. Eigentlich müsste doch genug Holz da sein. Eigentlich, um Äxte machen zu können, damit er mehr Holz machen kann. Also eigentlich ist das ja so eine Produktion aus dem Nichts, wenn man so will. Die sich ja mit dem Out, wo der, wo quasi der Output gleich der Input wieder ist. Also wenn man den Out, also mit dem Output kann man den Input wieder herstellen. Quasi. Der verbraucht wird. Und ja, verstehe ich nicht, wie sich das aufhängen kann, ehrlich gesagt. Weil ich meine, es wird ja mehr Output, safe mehr Output produziert, als Input benötigt wird hier. Das werden für so viele Holze, so viele, wie ganz, weil zwei Sticks benötigt, quasi. Das verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, wie da der Werdegang jetzt war. Ich hab das eigentlich für idiotensicher eingestuft, aber da habe ich mich wohl getäuscht. Na gut. Dann gucken wir mal. Jetzt gucken wir mal ein bisschen die Quests durch. Ich habe schon mal ein bisschen durchgeguckt. Also wir haben auf jeden Fall Enderium fertig. Complete. Electric Steel ist durch. Es ist Energetic Alloy durch. Genau. Y-Print ist leider noch nicht ganz durch. Da kommen dann jetzt gleich noch die Enderperlen wieder, wenn die Enderfarm wieder funktioniert. Was sie ja auch gleich tut. Jetzt haut er erstmal hier die ganzen Quest-Completes durch. Jo, also er hat auf jeden Fall erstmal Enderium. Hat erstmal wieder Essence of the Ender. Logischerweise. Und beim Nether das gleiche. Und dann wird auch Solarium weiter schuften, weil wir jetzt wieder Soul Sand haben, wie sonst was. Alles klar. So, warum ist der jetzt Mob gespawnt? Säcke. Oh, ein Skelettkopf. Nice. Gut. Immerhin. Kann ja mal. Ach, wir können mal spawnen. Lull. Lull. Na, sowas war auch. So. Genau, dann funktioniert das jetzt auch weiter. Wipend. Arbeiten wir erstmal. Redstone Alloy. Abgehakt. Conductive Iron. Abgehakt. Pulsating Iron. Abgehakt. Dark Steel Block. Abgehakt. Solarium. Halt noch nicht abgehakt. Das kommt dann quasi erst sozusagen in der nächsten Aufnahme. Wir haben jetzt noch Lapis ist auch noch nicht abgehakt. Da müssen wir heute eine Lapis Farm bauen. Das war das jetzt noch. Halt mal beschleunigen, weil es dauert mir persönlich zu lange. Es sind noch 16.000. Seit wie vielen Monaten haben wir das jetzt da mit den Thieves, dass der da Lapis farmt? Ich weiß es nicht. Folge 30 rum, also locker ein halbes Jahr ist der schon zugange damit. Kommt hin, glaube ich, ungefähr. Und der hat gerade mal erst drei Viertel geschafft. Naja, eine Zeit lang habe ich mir ja gefallen lassen, in der Hoffnung, es wird noch fertig, wenn wir fertig sind, aber jetzt geht das ja in großen Schritten, dass wir in dieser Questline hier durch sind und wir müssen ja jetzt mal was machen. Deswegen wollte ich heute die Lapis-Farm bauen. Wir haben ja zum Ende der letzten Folge noch eine Kobalt-Adite-Sieve-Farm gebaut. Da müssen wir natürlich auch noch ein bisschen was machen. Ah ja, okay. Warte mal. Da müssen wir auch noch ein bisschen was. Redstone. Oh, wir haben jetzt hier viel Redstone. Krass. Gold mangelt es ein bisschen. Okay, na gut. Akzeptiert.
Ach, jetzt mangels an Electrical Steel. Ach, weil der gerade hier das Gold reinpfeffert. Ach so. Naja, soll er machen. Ist mir ja scheißegal. Ach ja, wenn das fertig ist, dann macht er natürlich jetzt hier erstmal. Ist natürlich scheiße, dass der das nicht priorisiert hier. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Weil der braucht auch Gold. Oder? Ach nee, warte, das war ja. Nee, stimmt, das war ja extra so gemacht, dass der gleichmäßig das rausnimmt. Stimmt, ja, da war ja was. Alles gut. Nichts gesagt, da war was. Ich erinnere mich. Na gut. So, pass auf, wir haben ja hier Kobaltit gebaut. Da hat er jetzt hier ordentlich angefarmt. Ich habe ja hier was provisorisch hingebaut, welches ich ja irgendwie abgeblasen hatte. Weil das viel zu viel zu viel zu viel zu viel zu lange dauert. Also das dauert nochmal so lange wie Lapis-Farmen, so wie sie jetzt es dauern würde. Ungefähr. Ist nicht so geil, aber wir haben trotzdem eine Menge Zeug gekriegt jetzt hier. Und ich habe keinen Platz im Inventar. Yay. Perfekt, Mann. Einfach nur perfekt. Muss das mal ganz kurz abladen. Ja. Da müssen wir auch noch zwei Magical Crops Farm bauen, dass wir das schnell produzieren. Und dann haben wir es geschafft, theoretisch. Was diese Questline angeht. Für den Anfang. Warum haben wir ein Safari denn Skeleton im Inventar? Das weiß ich auch nicht so genau. Ja, da brauchen wir bestimmt nachher wieder. Kann ich mehr wiederholen. Das ist ja jetzt nicht das Problem. Jetzt holen wir mal noch schnell den ganzen Rest. Ja. So. Okay. Platz reicht nicht aus. Warum macht der Platz nicht aus? Weil hier ein leeres Feld ist und der nicht weiß, dass er das füllen kann. Lol. Jetzt geht's. Das sollen wir mir jetzt mal einer erklären. Weiß ich nicht, wieso, ehrlich gesagt. Das jetzt nicht so war. I don't know. So, pass mal auf. Zack und zack. Das kommt dann hier mal alles schnell mal in die Kiste. Jetzt hole ich den Rest noch. Das war das im System einfach mal schnell haben. Ich könnte es auch über die Return Area machen, aber ganz ehrlich, nö. Einfach nur nö. Please not. Das dauert mir ein bisschen zu lange mit dem Kabel. Wenn man es auch einfach so in die Kiste packt. So. Und wir müssen schon wieder futtern. Check Watermelon Jelly. Hunger geht auch schnell runter, ey. Alter Schwede. Wir müssen mal Botania machen. Hatte ich mir auch überlegt, wenn wir so die drei Farmen gemacht haben, dass wir mal so einen kleinen Botania-Exkurs machen, weil das haben wir tatsächlich noch gar nicht gemacht. Ist aber auch noch eine Questline hier, nämlich Botania. Haben wir noch überhaupt nicht angefangen mit. Das ist auch die einzige Quest, die uns beim Anfang noch fehlt, Botania. Weil ich mich ja erstmal hier drauf gestürzt habe. Hat mich erwartet, dass er so lange dauert. Aber naja. Okay, ich habe das gerade hier reingemacht. Das war sehr schlau. Das machen wir natürlich schön hier rein. So. Und dann. Jetzt mal gucken. Wir brauchen. Aber nicht. So, da wurde ich in 14 Minuten jetzt schon, muss ich schon, also jetzt wurde ich genervt. Nach 14 Minuten schon zwei Cuts, geil. So, wo war ich stehen geblieben? Manuelin, gibt es keinen wirklichen Seed? Müssen wir mit Kobalt und Ardite machen. Es gibt ja hier ein Kobalt. Ein schicken Kobalt Seed. Aus Kobalt Ingot. Wohlgemerkt. Genau. Und die Kobalt, aus Kobalt Essenz kriegt man Kobalt Ohr. Lol. Kriegt man ja richtig viel raus irgendwie. Die Farmen sind ja wirklich scheiße OP, wie wir wissen. Ja, mal gucken.
Ja, dann müssen wir den Kobalt dann jetzt mal theoretisch einmal zu Ingots brennen. Eigentlich jedoch nur vier, weil wir brauchen ja nur vier Stück für ein Seed. Deswegen, kleinen Moment mal, hau ich die mal ganz kurz rein. Und noch vier Ardite. Vier Stück. Machen wir die zu Ingots einmal ganz kurz, dass wir da die Seeds bauen können. Ne, quatschen wollen wir nicht, wir wollen sie smelten. So, genau. Der ist weg. So, haben wir die Seeds. Und dann brauchen wir vier Strong Essence. Ist Kobalt auch strong oder ist das schon weiter? Kobalt? T geschrieben, oder? Ja. Ja, Kobalt ist sogar extrem. Also wir brauchen insgesamt 16, 20 Strong Essenzen. 20 Strong Essenzen mal 4 sind 80 Regular. 160. 80, 160. 320 Weak. 320 kann mit den Stacks jetzt nicht mehr anfangen. Ich mache einfach hier einen auf YOLO. Da kommen wir, glaube ich, alle am besten mit weg. So, pass mal auf. Ich mache mal ganz kurz mal hier ein bisschen das Inventar leer dafür. Die Schaufel müssen wir jetzt nicht unbedingt wegnehmen. Das sehe ich als Quatsch. Den Schüssel sehe ich auch als Quatsch an. Das kann ruhig drin bleiben. So, wir brauchen jetzt Flint. Ein bisschen. Warte mal, mir fällt gerade auch dazu noch ein. Wenn wir schon dabei sind, wir brauchen ja auch wieder zwei Watering Cans dementsprechend. Eine haben wir schon. Also brauchen wir noch zwei. Brauchen wir Draconium? Ach, Draconium-Blöcke wieder. Die wir wieder chargen müssen. Acht Stück. So. Die müssen wir ja wieder hier schön durch den Charger ballern. Also, Spaß. Ich mach die mal alle. Ich fange die jetzt mal alle an. So, jetzt sind die alle angefangen. Dann geht noch einer über den Wireless Charger. Das ist ganz gut. Immer so nebenbei so ein bisschen. Und der wird gecharged. Brauchen wir ja. Ist nun mal so. Habe ich mir nicht ausgesucht. Ist halt wirklich so. Gut, die kommen hier rein. Da brauchen wir mehr Flint. Warte mal. Dann brauchen wir den Dings hier. Heute wird mal wieder so eine richtig schöne Craft-Folge. Ach nee, warte mal, das war ja. So war das ja. Stimmt ja. So, warte mal, so viel Flint brauchen wir gar nicht. So. Und so. Und so. Und so. Und diesen hier und diesen hier und diesen hier und diesen hier. Da muss ich mir einmal ganz kurz bisschen Weak Essence mal schnell rinballern. Dann noch diesen hier, diesen hier, diesen hier, diesen hier und diesen hier. Dann machen wir noch diesen hier. Diesen hier, diesen hier, diesen hier, diesen da. So. Haben wir das mal schnell in Essenz umgesetzt. So, genau. Es dauert jetzt ganz kurz ein paar Sekunden, bis das auch im System ist. Oder warte mal, einfach Essenz. Wir haben nur 70 gerade. Ja gut, kann man mal machen. Muss man aber nicht. Das ist Insert mit Remote. Also, funktionieren sollte es. Dann dauert es gerade einfach nur ein paar Sekunden. Sagen wir 2K. Passt doch. Gut. Der ist abgehakt. Wir brauchen jetzt die Infusionssteine. Man könnte natürlich auch mal so einen Master Infusion Stone machen. Warum wir die noch nicht gemacht haben, weiß ich nicht genau.
Ja. Jetzt wollen wir das erstmal ganz kurz zu Essenz machen. Weak Essence. Stack Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7. Nummer 8. Wie viel kommen da jetzt noch? Keine Ahnung. Muss jetzt eigentlich mal langsam Schluss sein. 9 schaffen wir auch noch. Und es kommt auch noch eine 10. Ah, jetzt. Wollte gerade sagen, wie viel kommt denn da gerade noch? Aber alles hat irgendwann mal ein Ende. So. Dann machen wir so. Gut, dann kommt der Regular Infusion Stone. Ne, nicht Extreme. Regular. Den hier wollte ich. Genau. So. 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 Und so. Regular. So. 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 Und so. Nochmal Regular. So. 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 Und Rest. Irgendeinen kann ich noch dazugeben. Machen wir so. Fertig. Machen wir Strong eine Runde. Wir brauchen 20 Stück eigentlich bloß. Also haben wir viel zu viel gemacht. Easy. Ich werde die mal ganz kurz wieder in frühere Essenzen mal eben. Umwandeln, das haben wir noch 4 Extreme, das passt schon. Dann machen wir da frühere Essenzen wieder draus. So, so und so oder auch nicht, keine Ahnung. So, 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 so und so und du auch noch so. Die sind irgendwie nicht da, keine Ahnung. Fail. Und dann haben wir das Essenz noch auf Vorrat. Sehr gut. Dann haben wir das schon. Dann brauchen wir noch wieder zwei Seeds. Seed, 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 Seed. Hier ist Seed, Seed, Seed. Und dann brauchen wir unser Kobalt und unser Ardite. Einmal ganz kurz gucken, was der Draconic Block macht. Oh, fast fertig, sehr gut. Dann hole ich ganz kurz einen neuen. Draconium Block. Na gut, noch nicht ganz fertig, aber 10 Sekunden, die schaffen wir auch noch. Dann haben wir schon mal Block Nummer 1 fertig, immerhin. Dauert ganz schön lange, die zu machen, ehrlich gesagt. Aber schneller ist der nun mal nicht. Den laden wir ja so ein bisschen auf noch. Machen wir nämlich zwei parallel, das ist ganz gut. Okay. Ich wollte ja so, dann brauchen wir Extreme und zwei Stück. Haben wir einen Kobalt Seed und dann mache ich mal noch Ardite und Real Strong Essence. Mal noch ein Ardite Seed. Sehr schön. Und da können wir jetzt Farmen bauen. Wir brauchen dann natürlich noch zwei Farming Stations wieder. Halt so das normale Gedönse. Ja. Bevor wir das aber machen, möchte ich jetzt aber wirklich erstmal die Lapis-Farm machen. Ich habe mich ja schon wieder ablenken lassen mit was anderem. Lass uns erstmal die Lapis-Farm bauen. Wir brauchen da. Was braucht man da? Wir brauchen einen Lapis-Seed. Das ist, denke ich mal, klar. Wir brauchen die Farming Station, die wir ja dafür sogar schon letztes Mal gecraft haben. Hier fliegt eine Mistfliege rum, die eine Geldfliege. Die bringt immer viel Glück. Jetzt habe ich sie getötet, oder? Ja, ich habe sie gekriegt. Gut. Fliegen killen im Minecraft, Minecraft Clouds Folge. Easy. Gut.
Wir brauchen einen autonomes Activator. Wir brauchen eine Watering Can. Wir brauchen Item Conducts. Brauchen wir eigentlich noch? Wir brauchen. Kriegen da Sensen raus. Wir brauchen zwei Workbenches, also zwei so eine Auto-Workbenches. Wir brauchen eine Trash. Kann ich, weiß ich, Filter brauche. Brauchen wir Filter? I don't know. Haben wir welche auf Lager? Keine Ahnung. Ich nehme einfach mal einen mit. Sicherheitshalber. Wir haben ja auch eine Fick. Eine Fick. Lul. Okay. Warte mal. Farming Station. Bla bla bla. Dies, das. Autonomous Activator. Watering Can. Kabelei. Cages brauchen wir noch. Und zwar zwei Harden nehme ich einfach mal. Wir brauchen natürlich dann auch noch einen Systemanschluss. Also Remote Awareness Upgrade. Easy. Und so ist es, glaube ich, oder? Weiß ich gar nicht. Wir werden sehen. Wir bauen einfach mal drauf los. Ja. So ist es. Ich nehme mal noch mehr Item Conducts mit, weil wir werden, glaube ich, ein paar brauchen. Ja, Moment mal. Als wenn wir keine haben. Lol, wir haben keine weiter mehr. Gut, da machen wir welche. Nicht Full Setting. Full Setting Iron. Okay, passt schon. Da machen wir welche, ganz einfach. Weil ich glaube, mit 46 komme ich nicht so weit. Ach, wir haben keinen Conduct-Binder mehr. Haben wir noch Binder? Oha. Müssen ja hier mal ganz Basic-Kram hier wieder craften. Nö. Fertig. So. Dann craften wir hier mal den Basic-Kram hier wieder. Den Basic-Krimskrams. So. Was macht der hier? Immerhin. So. Der ist unterwegs. Da machen wir mal Item Conduits. Okay, das funktioniert. Haben wir wieder welche. Das passt schon. So. Dann machen wir noch ein paar auf Vorrat. Und dann passt das. Alles klar. So, dann bauen wir jetzt die Farm. Hier haben wir die Delorium-Farm. Hier bauen wir nichts mehr hin. Dazu haben wir ja das gebaut hier. So, ich baue die hier einfach mal in die Ecke. Es waren 7x7, glaube ich, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, genau. So. Gut, alles klar. Jetzt ist mir gerade aufgefallen, so am Zaun ist es mal kacke, also machen wir den noch so. So. Okay. Wasser brauchen wir. Das haben wir vergessen. Ja. Sollte man vielleicht im Vorfeld dahin machen. Ja. Genau. Was macht der hier? Fast fertig, das ist schön. Wir brauchen einen Bucket. Ich sehe gerade, wir haben ja noch zwei Water Buckets, aber ich will gerade ein bisschen Zeit schinden, dass ich da einen neuen Draconic Block reinlegen kann. Ich kann es machen, wenn ich will. Es dauert nämlich nur noch 10 Sekunden ungefähr. Zack.
Ich brauche mal einen neuen Draconic Block. Lol, warte mal, ist der fertig geworden? Nice, okay. Dann nehmen wir mal zwei neue hier. Der ist hier mal nebenbei auch noch fertig geworden. Ja, war der hier auch. Ganz gut arbeitet. Schön. Haben wir schon drei fertig. Easy. Wie sind der fertig geworden da hinten? Weil hier lädt er doch. Hä? Okay. Eine neue Sache, die ich nicht nachvollziehen kann. Geil. Wie der jetzt fertig werden konnte. Aber vielleicht ist das so doch möglich, weil sonst wäre es nicht passiert. Macht Sinn. Gut. Farming Station. Was brauchen wir eigentlich alles? Wir brauchen Energie, Hacken-Input. Ja. Mehr nicht. Punkt. Kann schon mal ein Lapis-Seed hier reintun. Sieht komisch aus, wenn da einfach ein Seed drin ist. Jetzt sieht es nicht so aus. Was für ein Energiekabel. Ey, wirklich, wie ich alles vergesse gerade. Und das ist immer unser Problem, deswegen dauert das immer so lange, weil ich immer alle vergesse. Scheiße. Das war nicht gut. Ja. Was macht der hier so? Geht voran. Das ist gut. Energy Cable, da haben wir zum Glück noch ein paar. Da, dann passt das ja. So. Mit O. Und X. Warum brauchen wir mit X? Weiß ich nicht. Heißt das jetzt Socks oder was? Alter, das laber hier in Unsinn. Auch nicht normal. Nee. Hier soll ein platzieren. Idiot. So. Und dann machen wir einen Zert einmal eine Runde. Da kommt ja, dann kommt ja der Haken-Input rein. Das müssen wir jetzt mal ganz kurz von unten verkabeln und dann. Wow. So geht das. Jetzt die Frage, wo? Wo waren wir jetzt schlau und haben das hingelegt? Wir haben es hier hingelegt. So. Moment mal. So. Dann lege ich mal ganz kurz ein Energiekabel. Ist die Frage, wo ist das Kabel überhaupt? Brauchen wir denn mal Strom? Hier haben wir Strom. Ja, ist gelegt. Sehr gut. Boah, das ist richtig schön mit Ender.io, dass man einfach hier Dings machen kann. Einfach die Kabel übereinander platzieren kann. So, warte mal, jetzt muss ich ganz kurz mal gucken. Das ist das Kabel hier, wo anscheinend die Hacken kommen. So wie ich sehe, dann kann ich das auch gleich mal so platzieren hier. So. Dann kommt das gleich mal volle Kanne an hier. So. Easy. No Seeds, sagt er. Hä, da Seeds? Nee. Warum denn jetzt Nether Seeds? Warum denn Lol. Warum kommen da Nether Seeds? Das verstehe ich jetzt nicht. Warum kommen denn da Nether Seeds? Insert? Hä? Lol. Okay. Ich nichts raffen mehr. Weil ich dumm.
Nether Seeds. Wo werden Nether Crops hier? Hier werden Nether Crops produziert. Mit was ist denn dieses Kabel jetzt bitte verbunden? Dass da Nether Seeds rauskommen. Hier werden die extracted. Hier gelöscht. Ah ja. Deswegen. Lol, gut, okay, pass mal auf die. Nether, nochmal. Ganz schnell wieder löschen. Es bleibt nach wie vor bei einem Lapis-Crop. So, den setzen wir mal. Und die Nether-Seeds, die werden wir jetzt mal löschen. Die brauchen wir nämlich nicht mehr. So, was macht der hier? Es fehlt Energetic Alloy. Yay. Weil wir kein Gold haben. Noch ja, ja. Na mal, ein paar. So. Hier haben wir gerade ein Energiekabel gesetzt. Das war auch richtig schlau gerade so. Gut. Jetzt brauchen wir ein autonomes Activator. Ist das nächste. Hä? Ja. Warum hat denn der aus Cobblestone gerade Kabel gemacht? Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Wie hoch habe ich das mal gemacht? Eins, ach, zwei Blöcke höher bloß. Also sprich so rein theoretisch. Alles klar, machen wir so. Ist akzeptiert. So, jetzt müssen wir ganz kurz die Konfiguration raushauen. Dann kommt da eine Watering Can rein und der Herr braucht noch Strom. Also, was machen wir da? Mal einmal so. Und dann kriegt der Herr auch Strom. Yippie. Geil. So. Jetzt hoffen wir mal, dass es funktioniert. Sollte theoretisch. Dann auch gleich wachsen. Gut. Das kriegt er jetzt. Dann brauchen wir hier wieder natürlich einen Output. Das bauen wir so. Das muss dann natürlich wieder gekappt werden. Nicht, dass der gleiche Fehler wieder passiert. Jetzt habe ich aber gerade das Stromkabel gekappt. Ja, nicht das Stromkabel kappen. Das ist doof. Das ist dumm. Das ist nicht gut. So. Ich glaube, der autonomes Activator ist auch ein bisschen auf der falschen Seite. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Keine Ahnung. Right-Click macht er. Achso, nee, Ignored müssen wir natürlich machen. Sonst wartet der ja auf dem Redstone-Signal ab. Auch richtig schlau. Dann sollte das aber funktionieren, denke ich. So, hier kommen die Lapis-Essenzen raus. Da brauchen wir eine Auto-Workbench. Genau. Wir brauchen hier natürlich Extract. Und dann machen wir das nochmal weg. Und machen das, legen das Kabel zumindest einmal auf den Boden. Und machen dann so. Insert. Und da muss ein Filter rein, das dann nur in dem Falle Aeson Spores, nee, in dem Falle dann nur Lapis Essenzen rauskommen. Wenn diese mal wachsen würden. Heute noch. Ich glaube, ich habe den auf der falschen Seite, ey. Nice. Kleinen Moment mal. Ich baue den mal auf der anderen Seite. Ich habe mir gerade das Gefühl, dass die ganz außen nicht wachsen gerade. Deswegen, sonst wäre es nämlich, glaube ich, bestimmt schon passiert. Dass es da eine Verbesserung gibt. So, dann machen wir den mal hier. Dann geht das bestimmt. Ja, jetzt wächst der auch. Alles klar, gut. Dann kommt das jetzt auch an. Hier macht der Lapis Lazuli. Dann kriegt der hier einen Output. Das Lapis raus. Dann soll der hier eine Lapis Cage füllen, ist klar.
Taucher theoretisch nicht wirklich. Vielleicht aber schon. Und wenn man, wenn schon denn schon, so nach dem Motto, weißt du, wenn wir es schon haben, können wir es auch nutzen. Und dann machen wir hier Insert, da macht er Blöcke. Und dann Extract, Harden Cache. Wieso brauchen wir jetzt bei Harden Caches? Das verstehe ich nicht. Wir brauchen dann eigentlich nur noch eine Runde QSS. Oder nee, Object Submission Station. OSS heißt es ja. Mittlerweile sollte jetzt der nächste Dings wieder fertig sein. Der nächste Draconium-Block. Rein theoretisch. Sollte, genau. Kann man wieder reinmachen. Haben wir jetzt schon vier fertig. Easy. Machen wir hier den nächsten. Nehmen wir den hier rein. Der kann so laden. Gut. Und ich brauche was zu futtern. So. Lime Jelly und Watermelon Jelly machen wir. Alete. War wieder gesättigt ein bisschen. Und dann muss da noch die Trash Can ran für die Seeds. Wir brauchen OSS, genau. Dann haben wir es ja theoretisch auch schon. Rein theoretisch. Alter, 27 Minuten nehme ich schon. 36. 41 Minuten nehme ich schon wieder auf. Hilfe. Zeit vergeht echt schnell. Muss ich jetzt mal so sagen. Aber ich werde heute nicht bei einer Stunde aufhören. Das wird es nicht geben. Das mache ich nicht und Ende. So, jetzt haben wir schon Essence auf Lapis Lazuli. Das ist richtig geil. So, das wird das Rezept sein. Hier soll er logischerweise nur Essenz reintun. Und hier soll er den ganzen Rest. Das bitte mit Priorität. So, dann macht er hier schön Lapis. Genau. Dann darf er einmal die Cage voll machen, dass wir den Slot haben hier. Und dann darf er Blöcke craften. Bitte die Blöcke mit Priorität befüllen. Das wäre nett. Und dann brauchen wir bloß noch die OSS. Insert. Und dann gibt es ja bloß noch Lapis. So wirklich. Gut. Easy. Haben wir. Das kann er dann jetzt schön in aller Ruhe hier bewirtschaften. So, jetzt müssen wir hier noch, brauchen wir hier natürlich noch einen Systemanschluss, einen wohlgemerkt. Das haben wir auch genau eins da, das ist schön. So. Einmal ein Kabel platzieren. Das war gerade ein bisschen schwer, gegen die rechte Maustaste. So. Jetzt muss ich ganz kurz gucken bei diesem Kabelüberwacher, wo war System? mal ganz kurz irgendwas Cage-ähnliches suchen. Irgendwo von unten. Hier ist etwas Cage-Ding-ähnliches. Ding-Dingse. Das ist auf jeden Fall das Systemkabel. Das ist das hier. Okay. Das machen wir mal kurz so. Das ist so ein Kabelwirrwarr hier unten. Es ist nicht mehr normal. Es ist wirklich nicht mehr normal. Es ist einfach bloß noch. So. Insert und Remote Awareness Upgrade. Und dann können wir da auch Lapis haben. Ach ja, und natürlich logischerweise Insert mit Prio 1. Macht Sinn. Gut.
Genau, dann kann er hier in aller Ruhe das Lapis machen. Ich sieht's. XD. Ich mache hier mal noch Fackel hin, dass das besser wächst. Allesamt. So. Und dann muss der sie jetzt erstmal zusehen, dass er hier vorankommt. Gut. Das haben wir. Dann würde jetzt als nächstes auf der Liste anstehen halt Kobalt und Ardeid. Also Lapis ist jetzt mehr oder weniger für mich abgehakt. Es wird jetzt produziert. Dann können wir das dahin jetzt auch eigentlich mal abreißen, weil dann brauchen wir nicht mehr. Punkt. Sieht halt hässlich aus. XD. So. Und. So. Die Object Submission Station. Gut, dann braucht er natürlich auch hier kein... Labs mehr holen. Dann ist das jetzt hier auch auf Zelt deaktiviert. Die Filter haben wir alle nicht rausgenommen. Hier ist auch noch einer. Den können wir natürlich wiederverwenden. Woanders. Gut. Ich würde es einfach mal lassen, dass das ein Gedenken bleibt. Das war mal da, so nach dem Motto. Hier vorne leckt es immer ganz schön. Naja. Gut, und dann wird der jetzt mit aller Freude hier für uns Labs produzieren. Schon wieder ein Seed da. Das geht jetzt ganz schnell. Also hier, da. Ganz viel Lapis. Hier 23 sind hier schon wieder. Der kommt so schnell zusammen. Braucht halt nur ein paar Essenzen. Und dann geht's los und dann macht er hier das voll. Gut. So. Ein bisschen überziehen wollte ich ja heute. Aber nicht 2 Stunden. Jetzt geht. Ich würde vielleicht gucken, dass wir jetzt noch die Vorbereitung für Kobalt-Ardeid-Farm machen. Und das war den Rest, also die eigentliche Farm, dann vielleicht in der nächsten Folge bauen. Hier haben wir wieder einen Charged Draconium Block. Draconium. Brauchen wir noch 2 Stück insgesamt. Eigentlich sogar 3. Auch der eine, der ist ja hier schon halb dabei. Fast fertig, quasi. Das läuft, gut. Wir brauchen logischerweise wieder Farming Station. Ich werde jetzt mal ganz kurz den ganzen Kram hier alles mal wieder weghauen. Wir brauchen weiter 2 Farming Station. Da brauchen wir wieder Zombie-Köpfe. Das war ja mal kacke. Böse haben wir nicht. Zombie. Warte mal. Haben wir noch ein Safari-Net mit einem Zombie zufällig drin? Enderman? Skeleton? Kein Zombie? Kein Zombie? Nee, Quatsch. Das war ja andersrum. Das war ja andersrum. Wir craften ja nicht aus Zombie-Köpfen Wither-Skelett-Köpfe. Wir craften ja aus Wither-Skelett-Köpfe Zombie-Köpfe. Und Wither-Skelett ist gleich Skelett und Skelett... Wir haben normale Skelettköpfe. Aber aus normalen Skelettköpfen funktioniert das leider nicht. Oder? Oh, eventuell. Ja, es geht nur mit Wither. Schade. Brauchen wir jetzt Safari-Net eines Skeletts. Das machen wir so. Und dann muss er uns jetzt das spawnen. Nützt alles nichts. Machen wir das als erstes, weil das ist, glaube ich, das ekligste von allem. Wir brauchen insgesamt 2 Wither-Skelett-Köpfe. Ja. Und das dauert immer ein bisschen. Naja. Was ist das eigentlich? Box of Safety Matches. Safety Match. Orange. Was auch immer das ist. Auf jeden Fall hat der hier Flamebogen. Der Arsch. Ja, das dauert jetzt gerade ein bisschen. So ein Compressed Skeleton wäre immer geil. Jetzt droppt er erstmal Ewigkeiten wieder nichts, aber naja. Komm mal
Müssen wir machen. Soll das mal jetzt schnell hier fertig machen. Dann ist gut. Wieder nicht. Hier ist doch aber Lack drauf, oder? Ist hier denn Lack vollkommen ausgeschöpft, oder? Das weiß ich nämlich gar nicht. Oder Beheading? Ach, die Partbilder, Toolforge. Beheading ist drauf. Lack ist auch volle Kanne. Der hat Looting 3 immerhin, also. Beheading, also eigentlich. Hatten wir ja schon. Hat er noch Modifier zufällig? Nö. Hat er nicht. Schade. Na dann. Was sagt der hier? Oh, ist fast fertig. Dann hauen wir die nächsten Blockmaschen rein. Draconic. So, ist fertig. Dann kommt der rein. Der ist bei der Hälfte auch schon mal so aus Versehen. Und jetzt ein paar gespawnt mal. Oh. Ja. Warte mal. Boah, und wie kein einziger Bedarkopf gespawnt ist. Yay. Ach, Mann, ey. Man müsste mal Viere farmen und ein Seed immer machen oder sowas. Und dann. Das soll einfach mal farmen. Regeneriert er sich eigentlich? Ist eigentlich richtig schlau, hier die Villagers zu lassen. Dann. Ja. Ja, oh, Eis eingespawnt. Yay. Da war es nur noch einer, den wir brauchen. Also einer. Oh. So. Und da geht ihr es ans alle. Shit. Also entweder das reicht jetzt oder es reicht halt jetzt nicht. Es reicht nicht, glaube ich. Das ist nicht so geil. Na gut, wir haben immerhin ein Rider-Skelett. Das ist geil, das ist ja schon mal ein Anfang, aber. Zwei werden besser. Irgendwie. Okay. Zumindest kommt ja mal ein bisschen Essenz an. Da ist einer gespawnt. Nicht gespawnt. Nicht gemacht. Shit. Gut, okay, dann müssen wir ihn jetzt erstmal ein bisschen regenerieren lassen. Nützt alles nichts. Wir haben es leider leer gemacht. Na gut, dann machen wir andere vorbereitende Arbeiten. Wir haben hier wieder Lootbags, das ist schön und unsinnig. Was sagt der hier? Ist noch dabei. Gut, dann bauen wir erstmal andere Komponenten der Farming Station. Farming! Wir brauchen zum Beispiel ein Reinforced Machine Frame. Müssen wir ja auch ein bisschen was machen. Haben wir es vielleicht sogar auf Lager? Weiß ich. Ne, wir haben nur Hand auf Lager. Okay, gut. Dann ist es halt nur Hand. Auf jeden Fall leckt gerade Minecraft aus irgendeinem Grund. Danke. Wurde ein bisschen mehr Mechanism geladen. Das dauert ja immer ein bisschen. Weil der Kacke ist. So. Triple Compressed Cobblestone. Insgesamt. Ja, mal Triple. Warte mal. 8. 16. Wir müssen ja zwei Stück machen. Also. Entnehme ich mir hier mal 16 Stück. So, der kann übrigens auch weg. Warte mal. Ich würde mal ganz kurz. Wenn die Eier nicht mehr synchronisieren. Mission Frame, dann haben wir das so. Wir brauchen Hard Lumium Glass, okay. 6
Copper 6 Tin. Machen wir alles nacheinander hier. 6 Copper 6 Tin. Dann waren es 2 Bronze, war das so? Nee, war Signalium, Lumium. Ich bin Idiot. Es war Signalum. 2 Stück, ich behalte den Stack mal noch da. Und Lumium. Oder ne, hier, 2 Stück, ich behalte den Stack noch da. Wir brauchen 6 Glowstone und 30 Redstone. Glowstone. 6. 12 eigentlich sogar. Und hier so. Nochmal Copper und Tin. So. Genau. Dann Redstone. Waren es 30? Waren 30, also 60. Gut. So. Und dann brauchen wir noch 8 Signalum Gears. Ist schön, wenn man alles vorrätig hat irgendwie. Also muss man sich mit so einer Scheiße wie zum Beispiel Signalum herstellen erst noch nicht mehr abfinden hier. Und dann brauchen wir 32 Lumium Glass. Da brauche ich wieder Obsidian. Ein Stück wohlgemerkt bloß. Weil man ja was machen kann. Oh, 15k haben wir da. Yo. Betreib's halt. Und wenn wir 32 wollen, brauchen wir 16 Lumium, welches wir in der Smeltery eine Runde erfarmen müssen. Gut. Was sagt der hier? Er ist fertig. Gerade fertig geworden. Gut. Achso, der ist auch. Wird auch gerade fertig. Gut, dann. Ist das unser geringstes Problem gerade? Dann können wir Watering Cans tatsächlich schon bauen. Ich warte mal ganz kurz. Oder ich warte nicht, weil. Braucht man ja nicht drauf warten. So. Dann machen wir dann schnell 16 Lumium fertig. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Nebenbei gucke ich hier mal ganz kurz. Oh, das müssen wir auch eigentlich nochmal schön bauen. Mit so einem Ding möchte ich das Projekt eigentlich nicht beenden. Sonst müssen wir das Dach ja auch noch bauen. Ja, gut. Kann man nochmal machen irgendwann. Machen wir nochmal eine. Ich weiß gar nicht, wie ich das nach Bautime das mache. Da kann ich das runterfallen. Ich krieg gerade alles gedroppt hier gefühlt. Oh, der Tank ist wieder voll. Lull. Warte mal, wir machen mal eins kurz so. Dann können wir theoretisch wieder Wither-Skelette farmen. Also, dass wir zumindest einfach noch den zweiten Dings da kriegen. Gut, jetzt ist mir erstmal aufgefallen, es braucht noch mehr Obsidian. Damit ich alle benutzen kann. Das war ja richtig schlau gerade von mir. Da kann ich ja auch mal das schon mal nutzen, um ein bisschen Zeug zu machen. So, wir brauchen aber auch was zu essen. Apple können wir machen. Ich guck mal nochmal. At Harvest Craft. Was gibt's denn noch so, was man essen kann? Wir haben hier noch Cola Soda. Wir haben noch Limonade. Wir haben hier noch. So viel eigentlich. Das würde ich mal noch alle essen erstmal. Bringt ja fast gar nichts, ey. Wir trinken eigentlich das ganze Leben immer nur. Wir sind Berufstrinker. Gut. Dann würde ich mal kurz sagen, lass mal Podcast spawnen. Und nebenbei machen wir Lumio. So können wir ja ein bisschen Arbeitsteilung machen, gell? Opsi. 4 Stück macht ein bisschen mehr Sinn, weil wir dann ja auch Zeug machen können. Können wir hier eigentlich alle 4 benutzen. So. So. Muss man immer den genauen Punkt treffen. Das ist noch das Anstrengendste von allem hier, tatsächlich.
So. 32 Stück. Könnte schlimmer sein. So, hier ist schon irgendwie eine neue Fliege. Ich dachte, ich hätte sie eigentlich erwischt, aber hier ist irgendwie eine andere Fliege jetzt. Das finde ich nicht geil. Gut, das ist ein bisschen was gespawnt, das gefällt mir. Dann klatschen wir die erstmal. Klatschen gehen! Jo, Pickel. Und er hat kein Galg gedroppt. Schade. Da muss man noch ein bisschen warten. Na, passt schon. Alles gut. So. Dann machen wir mal ganz schnell die beiden Reinforced Watering Cans. Nicht. Reinforced Mansion Frames meine ich natürlich. Bin ja richtig schlau. Das machen wir hier hinten mit dem Ding. Weil das so geil ist. Das Gerät. Irgendwas fehlt? Was hab ich gerade vergessen? Warte. Ach, Mansion Frames. Achso, das Wichtigste von allem eigentlich. Damit es überhaupt was werden kann. Nämlich die Vorstufe. Ja, das klar. Macht Sinn. So, nehmen wir wieder Skeletons klatschen. Skeletons klatschen. Oder auch nicht. So. Wie schnell kommt einer? Der kommt jetzt. Hat er nicht gespawnt, schade. Naja, müssen wir ein paar Mal machen. Bis er mal da ist. Ich könnte auch ein Seed craften, aber ich glaube, das mache ich aus Protest schon nicht, irgendwie. So, was haben wir noch so? Der ist natürlich auch fertig jetzt. So, Draconium, ja, haben wir 8 Stück, easy. So, wir wollten ein Machine Frame haben. 2 Stück. Das Wichtigste von allen vergessen. So, da sind wieder neue Wither Skeletons. Und der, oh, er ist gespawnt. Geil. Okay, warte. Noch einer. Bieten. Da ist er. Also haben wir ihn gekriegt sogar gerade. Das ist schön. Dann können wir die Farming Station sogar fertig machen heute noch. Aber ich denke, ich werde die Farm heute nicht mehr bauen. Also, das ist mir, glaube ich, ein bisschen... Dann wird die Folge wirklich 2 Stunden lang, weil wir sind ja schon über 1 Stunde theoretisch. Aber ich werde auch die Vorbereitung heute machen, wie gesagt. Und die Farm werden wir gleich in der nächsten Folge damit weitermachen. Weil das Farm aufbauen, die haben wir ein bisschen. Bis man das alles so fertig gedingst hat. So. Jetzt kommt ja der epischen Laser. Und dann ist es auch schon wieder aus, weil wir mehr gar nicht machen müssen. Ja. So ist das. So. Mit O. Genau. Die Reinforced Scheiße haben wir. So. Einmal bitte Farming Station. Wollen wir mal ganz kurz synchronisieren wieder. Farming Station. Genau. So. Wir brauchen Electric Crystal haben wir. Wir brauchen Electric Crystal haben wir. Das war ein richtig guter Satz gerade. So. Wir machen die Scheiße ganz kurz. Z-Logic Controller können wir gleich auch noch machen. Diamond Hole bitte. 1, 2. Easy. Dann brauchen wir Z-Logic Controller noch. Und das ist ein Zombie-Kopf. 2 Stück. So. Das passt.
Dann brauchen wir Solarium. 4 Stück. Ich hoffe mal, es ist da. Solarium. Sie haben 10, immerhin. Da ja noch nicht gefüllt wird, so wirklich. Wir brauchen Redstone 2 Stück. So, da bin ich wieder. Ich wurde gerade ganz kurz genervt. Nochmal. Dritter Cut jetzt schon. In dieser Folge. Das heißt, ich habe viel Arbeit. So, warte mal, wir wollten noch Silikon haben jetzt. Ich kann mich an was erinnern. Krass. War doch so, oder? Weiß ich gar nicht. Egal. Und dann Slice and Splice. So, so, so. Da müssen wir ja noch den Z-Logic Controller machen. Dann können wir die Farming Stations auch schon in vollen Zügen bauen. Wir werden noch die Watering Cans gleich bauen. Easy. Und dann, ja. Genau. Müssen wir ganz kurz abwarten. Bringt jetzt nichts, währenddessen was anderes zu machen, weil. Gut, es würde vielleicht sogar schon was bringen. Aber ist mir schon auch scheißegal irgendwie. Dann machen wir Farming Station. Und dann machen wir meins. Und dann machen wir nichts, weil der doof ist. Machen wir jetzt erstmal nichts. Gut, eine Farming Station haben wir zumindest schon mal. Das ist ganz gut. Jetzt ist die Frage, wir müssen da jetzt noch eine zweite bauen. Es muss halt erstmal der Z-Logic Controller ankommen. 300.046 Milliarden Jahre später. Ist zwar keine Zahl, aber egal. Jetzt. Gut. Farming Station. Bitte. Mal. Danke. Und so. Fertig. Sehr schön. Jetzt wollte ich noch nur zwei Watering Cans machen. Das ist, denke ich, auch kein Problem. Also, das ist ja vorbereitet hier alles. Machen wir 8 Stück. Das war richtig scheiße langsam. Ach so, es war vorbereitet. Ja, stimmt, braucht ja auch Quartable und Quintuple. Ich bin ja auch Blade. Und dann brauchen wir noch normale Watering Cans, 4 Stück. Da brauche ich Eisenblöcke. 16 Stück wohlgemerkt. Da machen wir. Ne, warte mal, jetzt fehlen hier noch. Bowls fehlen hier. Was ist denn das? Ach so, deswegen. Wollte gerade sagen, was ist denn das? Lell. Weil nicht alle da sind, deswegen. Ich wollte gerade sagen. So. Ach komm, wir bauen jetzt hier mal Bowls. Wir rasten jetzt hier einfach mal aus. Dann machen wir hier normale Watering Cans. 4 Stück, dann machen wir daraus Reinforced. Wir brauchen nur 2. Ups. Wir brauchen ja bloß 2. Na gut, dann brauchen wir bloß 2. So, so. So, dann darf das alles jetzt erstmal raus tuten. Haben wir die Watering Cans. Dann brauchen wir einen Autonomous Activator. 2 Stück. Wohlgemerkt. Sag mal ganz kurz, Kisten sind da? Kisten sind nicht da. Das gefällt mir jetzt nicht so. Egal. Gibt Schlimmeres. So, Pisten. 2 Stück. Und jetzt sind wir wieder an diesem Punkt angelangt, wo diese Return Area einfach nur noch voll ist. Die ist vollgesoffen, regelrecht. So. Ich muss ganz kurz warten, bis die 8 weg sind. Ich
So, genau. Dann machen wir Tin Gears. 1, 2, 3, 4. Selbiges Problem noch einmal. So. Selbiges Problem nach wie vor. Oh, diese Return Area, ey. Schon harter Brocken. ME-System ist besser. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich so sagen. Kiste noch. Deswegen haben wir hier keine Kiste mal vorrätig. Ach, warte mal. Kleinen Moment mal hier. Machen wir jetzt kurz so, dass er hier die Erde mal eben wegmacht. Und dann baue ich mal ein ganzes Deck Kisten. Brauchen die einfach mal so. Zack. Zack, easy. So. So macht man das. Und dann machen wir so. Und dann machen wir so. Dann haben wir die fertig. Gut, was brauchen wir denn noch? Watering Can haben wir, das haben wir. Gut, wir brauchen. Ich plane das jetzt mal schon mal so weit. Wir kriegen die beiden Teile raus. In Form von Ores, glaube, oder? Kobalt? Warte mal, wie lange nehmen wir jetzt schon auf? Stunde 1c, 1.11. Das ist in Ordnung. Ja, okay. Kriegt man in Form von Essenz raus. Und Ardite wird, denke ich, nicht anders sein. Guck mal ganz kurz. In Form von Essenz. Genauso. Gut. Da braucht man natürlich dann einen Crusher. Man könnte es natürlich auch mit Enrichment Chamber machen. Meiner Meinung nach aber nicht vonnöten. Weil da so viel rumkommt, dass wir es einfach nicht brauchen. Ganz einfach. Das kann man ja schon mal craften. Da brauchen wir Basic Control Circuit. So, warte mal. Das war Redstone. 1, 2, 3, 4. Und Osmium. Osm. So, genau. Das kommt hier rein. Ne, das kommt hier rein. Das machen wir hier schnell. So. Basic Control Circuit. Dann brauchen wir. Warte mal, Redstone war das. Basic Control Circuit. Steel Casing war das noch. Ich hätte jetzt auch nachgucken können. Hab's aber aus dem Kopf jetzt versucht. Und auch hingekriegt. So, das war nicht weiter schwer. Und dann brauchen wir noch Lava. In Klammern einfach Buckets. Buck. Jetzt. Gut. Naja, muss man manchmal nicht alles verstehen. Was hier vor sich geht, wenn das manchmal laggt und so ein Scheiße. Ein MB Lava. Oh, bin dumm. Ups. Hier, mach mal Energie. Da, bitte. So, danke. Gebracht hat es uns gar nichts, weil. Ja. Punkt. Hat uns nichts gebracht. Ende. Weil wir ja eh unendlich Energie haben. Dank gewisser Reaktoren. So. Wir brauchen Redstone 8 Stück. Wir brauchen Steel Casing. So, und wir brauchen. Das Ding hier. Hab gerade gesehen, das kann man mit S finden. So. Und nochmal bitte der Crusher. Vielleicht nimmt das Rezept auch. Er nimmt es immer beim Crusher nicht. Komisch. Komisch, aber wahr. Crusher Nummer 1 und Crusher Nummer 2.
Rein mit euch. So. Genau, jetzt haben wir die Ores schon mal. Die Ores müssen wir natürlich auch erstmal machen. Da brauchen wir so eine Workbenches. Sollten wir aber noch vorrätig haben. Genau. Mit Workbenches haben wir die Essenzen so ausgecraftet. Die machen wir jetzt zu Dust. Im Crusher eigentlich schon. Kleinen Moment mal. Ardite. Wo ist denn das eigentlich? Hier, Ardite Dust. Ja, nee. Doch, Crush. Nee. Warte mal, kann man. Was passiert, wenn man Ardite Ore. Hä? Habe ich mich jetzt gerade verhauen bisschen? Ardite Ore würde ich gerne verarbeiten in einem. Oh! Lel. Geht gar nicht im Crusher. Enrichment Chamber brauchen wir. Dann verdoppeln wir das doch jetzt. Habe ich jetzt gerade beschlossen. Enrichment Chamber. Da nehmen wir den ganz normalen. Och, easy. Steel Casing. Zack, zack. Und Osmium. Osm. Zack, zack. Und Redstone. So, zack, zack, genau. Ich glaube, halt mal. Hab gerade das Falsche gecraftet. Ich bin der Intelligenzbolzen des Jahres 2019. Offiziell. Ja. Also. So. Basic Control Circuit ist fertig. Dann brauchen wir wieder den Enrichment Chamber. So, der funktioniert auch so. Alles klar. Gut, jetzt haben wir die Dusts. Diese Dusts machen wir laut Crafting-Rezept. Das kann ich euch gleich mal zeigen. Das macht richtig Sinn, wenn ich das so eingebe. Kann man dann im normalen Crafting zu Manulin-Dust machen. Das heißt, wir brauchen eine weitere Workbench. Haben wir vorrätig. Und dann haben wir Manulin-Dust. Den müssen wir jetzt smelten. Zu normalen Manulin. Also. Sprich. Wo ist denn das? Hier ist der das. Müssen wir smelten zu normalen Manulin. Dann haben wir die Ingots. Also brauchen wir noch einen Smelter. Nicht kein Energized Smelter. Wir brauchen einfach einen. Einen Energized Smelter. Doch, brauchen wir. Also nochmal die Chose. Osm. So. Und gewisse Redstones. So, genau. Bitte Return Area. Wir haben da uns da schon mal richtig lange dran aufgehalten. Da waren wir auch so ein Intelligenzbolzen 2019, offiziell. Ja. Einfach einmal falsch geklickt und dann hat er nicht mehr gezogen. Und ich habe mich hier gewundert, warum ist das nicht? Geht das jetzt mit einer Sekunde auf die andere nicht mehr? Weil ich einfach richtig Held bin. So, machen wir den Energized Smelter. Ach, wir brauchen ja Steel Casing. Huch. Steel Casing. Wir brauchen eigentlich nur einen, fällt mir gerade ein. Ups. Smelte. So, genau. Da wird daraus jetzt Manulin. So. Das Ganze kommt dann in Cage. Haben wir noch vorrätig. Gut. Und dann brauchen wir noch eine weitere Workbench. Da machen wir Blöcke. Da kommt noch mal eine Cage. Nee, dann kommt bloß noch OSS. Haben wir vorrätig. Gut. Wir haben theoretisch alles da. Dann werden wir das in der nächsten Folge bauen. Das große Ding. Und ja, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.